Verfahren gegen BioNTech. Verhandlung um Impfschaden vertagt. Und Kirchentagspräsident Thomas de Maizière. Wir müssen alle mehr arbeiten. Damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am 12. Juni. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft haben heute ihre Tarifverhandlungen fortgesetzt. Die Gespräche in Berlin sind für 5 Tage bis einschließlich Freitag angesetzt. Nach der Landratswahl im südthüringischen Kreis Sonneberg gehen die Kandidaten von CDU und AfD in eine Stichwahl. Der AfD-Politiker Robert Sesselmann erhielt nach Auszählung aller Stimmbezirke 46,7% der Stimmen und lag damit vor dem CDU-Kandidaten Jürgen Köpper. Köpper erreichte nach vorläufigem Ergebnis 35,7%. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Forderungen der Apothekerverbände nach mehr Honorar zurückgewiesen. Die gesetzlichen Krankenkassen klagen über Finanzprobleme, der Finanzminister kürzt die Mittel. Unter diesen Umständen ist für höhere Honorare der Apotheker im Moment kein Raum, sagte Lauterbach der Bild am Sonntag. Vizekanzler Robert Habeck ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Ludwig-Börner-Preis 2023 ausgezeichnet worden. Der Grünen-Politiker sei ein Meister des politischen Essays und überzeuge durch Klarheit und Einfühlsamkeit, sagte der Vorstandsvorsitzende der Börne-Stiftung, Michael Gotthelf. Ein Prozesstermin um einen möglichen Impfschaden durch den Corona-Impfstoff des Herstellers BioNTech ist vom Landgericht Hamburg am Montag überraschend abgesagt worden. Im Streit um das Heizungsgesetz fordert Grünen-Politikerin Renate Künast Kompromissbereitschaft von ihrer Partei. Wir müssen das GEG mit den Koalitionspartnern abgestimmt bekommen, selbst wenn wir am Ende Teile davon unzureichend finden, sagte sie dem Magazin Zeit Online. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich offen für eine Reduzierung der Briefzustellungstage bei der Deutschen Post gezeigt. Noch sei die Post verpflichtet, 6 Tage pro Woche zuzustellen, sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aber unsere Gesellschaft und unser Kommunikationsverhalten haben sich geändert. Heute wurde in Berlin mit einer Gedenkaktion an den Volksaufstand vor 70 Jahren in der DDR erinnert. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, eröffnete heute die Ausstellung. Herr Wegner, wie wichtig ist es, die Erinnerung des 17. Juni aufrechtzuerhalten? Der 17. Juni 1953 fand vor 70 Jahren statt. Und es war ein in unserer Geschichte eigentlich guter Tag, auch wenn der Freiheitskampf der mutigen Männer und Frauen durch sowjetische Panzer niedergeschlagen wurde, auch wenn viele Menschen inhaftiert wurden. Es war der Beginn einer Freiheitsbewegung. Und ich glaube, den Fall der Berliner Mauer am 9. November 89 hätten wir in der Form nicht erlebt, wenn der 17. Juni 1953 nicht stattgefunden hätte. Es war also der Beginn. Und wir müssen aufgrund dieser historischen Bedeutung alles dran setzen, dass gerade nachfolgende Generationen, die junge Generation, nicht vergisst, was der 17. Juni 1953 bedeutet. Der Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Thomas de Maizière, hat sein Missfallen über die Anspruchshaltung vieler Menschen in Bezug auf das Arbeitsleben bekräftigt. Zu viele Jüngere, aber auch Ältere glaubten, das Land komme nur mit Teilzeitarbeit voran, sagte de Maizière im Deutschlandfunk. Er glaube das nicht. Wir müssen alle zusammen mehr arbeiten, wir müssen mehr ans Gemeinwohl denken. Der frühere linke Vorsitzende Klaus Ernst hat den Rücktritt des derzeitigen Parteivorstands gefordert. Grund ist die interne Auseinandersetzung um Sarah Wagenknecht. Der Vorstand hatte sich per Beschluss von Wagenknecht losgesagt und sie zur Rückgabe ihres Mandates aufgefordert. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Dienstag bilden sich vereinzelt Wolken und die Temperatur sinkt auf 13 Grad. Am Dienstagmorgen ist die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt. Am Mittag steigt die Temperatur bei lockerer Bewölkung auf 22 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.